Ja, für den einen das Grauen, für das andere das große Glück. Unser Thema heute bei Fit at Home: Langsam geht die Gartensaison los. Und ihr wisst, nach einem Winter, vielleicht mit nicht ganz so sehr vielen Übungseinheiten, kommt der Rückenschmerz parallel dazu. Deswegen haben wir uns heute gedacht, wir packen euch einfach mal ein paar Mobilisationsübungen zusammen. Denn Kräftigung auf Rückenschmerzen direkt, die nach einer Gartenarbeit passiert sind, ist nicht gut. Wählt lieber eine schöne Mobilisation, regt die Durchblutung an, dehnt die verkürzten Anteile der Muskulatur und ihr werdet einen großen Effekt erlangen. Wir beginnen ganz einfach. Unsere Füße stehen parallel mit circa 1 bis 2 Handbreit Abstand. Schaut bitte, dass die Neigung der Füße, also der Winkel, gleich ist. Der Oberkörper ist aufgerichtet, die Arme sind tief. Wir sinken zusammen, rollen langsam auf, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken ab. Wir sinken wieder zusammen. Rollen auf, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken wieder ab. Wir bauen das jetzt über 4 Einheiten, über 4 Wiederholungen auf und versuchen dabei von Mal zu Mal den Hinterkopf etwas mehr zur Decke zu schieben. Ihr könnt gern zu jedem Zeitpunkt auch in den Sitz übergehen. Im Stand habt ihr aber immer den Vorteil, dass die Hüftbeuger zumindest schon in einer neutralen Position sind. Wir sinken zusammen. Rollen auf, schieben den Hinterkopf in Richtung Decke, senken die Schultern ab. Noch zweimal. Wir sinken zusammen, rollen langsam auf, kreisen mit den Schultern nach hinten, senken ab und stoppen die Bewegung. Nur die Hände und der Oberkörper arbeiten. Wir drehen die Hände weit nach außen, die Schulterblätter gehen zusammen. Wenn die Arme jetzt nach vorn geht, werden die etwas rund. Wir rollen also leicht ein, lassen die Schultern durchweg tief, rollen auf, die Hände gehen weit nach außen. Wir machen jetzt mehrere Wiederholungen von dieser Übung und versuchen auch von Mal zu Mal die Hände weiter nach außen zu drehen. Dies war ein Schwerpunkt der letzten Einheiten. Die Hände drehen weit nach außen. Macht bitte weiter. Wir korrigieren damit eine Haltung, die vielleicht auch bei der Gartenarbeit häufig passiert. Krabbt ihr um, hackt ihr oder ähnliches, sind die Schultern immer vorgezogen. Dadurch verkürzt und verspannt sich die Brustmuskulatur. Und dieses versuchen wir jetzt auf eine eher sanfte Variante zu lösen. Noch einmal. Wir sinken zusammen, rollen langsam auf, kreisen drehen die Hände nach außen, ziehen die Schulterblätter zusammen und lösen auf. Jetzt haben wir uns gedacht, diese Übung kennt ihr sehr gut und wir versuchen mal den Hüftbeuger noch etwas in Dehnung zu bringen. Weil auch bei der Gartenarbeit ist es so häufig, ist ein Bein vorne und das andere hinten. Wichtig ist jetzt aber, dass ihr in dieser Position das Becken stabil haltet, also nicht wegdreht. Denn jede Drehung, die das Becken macht, überträgt sich immer auf die Wirbelsäule. Das ist eine Art der Grundkorrektur, ne? Wir setzen das linke Bein weit nach hinten, sodass ihr aber das Becken noch stabil halten könnt. Die Arme sind tief und weiter geht die vorhergehende Übung. Wir sinken zusammen, rollen auf, drehen die Hände weit nach außen, schieben den Hinterkopf zur Decke und lösen langsam wieder auf. Noch einmal weit aufrollen, die Hände nach außen drehen. Vor uns liegt das letzte Mal für diese Seite. Wir sinken zusammen, rollen auf, drehen die Hände weit nach außen. Wechselt mal die Beinposition, achtet wieder auf die Beckenausrichtung. Das Becken bleibt parallel. Ihr schaut bitte, dass es wirklich durchweg stabil bleibt. Das Bein ist fest. Die Arme sind seitlich. Wir drehen, sinken etwas zusammen. Rollen auf, drehen die Hände weit nach außen, ziehen die Schulterblätter zusammen und lösen wieder auf. Und wieder aufrollen. Die Hände drehen weit nach außen. Und wir lösen langsam wieder auf, das letzte Mal. Wir rollen auf, drehen die Hände weit nach außen, ziehen die Schulterblätter zusammen und lösen auf. Wir stellen die Füße wieder parallel und machen eine ganz leichte Kniebeuge. Diese Kniebeuge dient aber nur dem, dass wir eine Ausholbewegung haben, und zwar Becken leicht nach hinten. Dann gehen wir hoch, strecken die Beine und schieben das Becken leicht nach vorn. Versucht mal an diesem Punkt den Po mit anzuspannen.
Wenn euer Rückenschmerz so stark ist, dass ihr dieses nicht könnt, könnt ihr euch auch zwei Tische holen, stützt euch rechts und links auf und versucht, diese Aufwärtsbewegung durch den Druck in die Tische zu unterstützen. Ihr entlastet damit die Lendenwirbelsäule. Denn das Ziel ist immer, diese Schonhaltung, die durch den Schmerz entsteht, wieder aufzulösen. Also, die Arme sind seitlich. Wir bewegen das Becken leicht nach hinten. Gehen vor, schieben das Becken vor, spannen den Po an, überziehen leicht, die Knie sind gestreckt und lösen langsam wieder auf. Und wieder. Strecken die Beine, Becken vor und langsam wieder auflösen. Streckt die Beine, schiebt das Becken vor und löst langsam wieder auf. Streckt die Beine, schiebt das Becken vor, spannt den Po an und löst langsam wieder auf. Letztes Mal richtig hoch, spannt den Po an, bleibt aufrecht und lasst etwas locker. Wir gehen eine Etage tiefer. Auf den Weg nach unten knien wir uns. Ihr könnt die Hände auf den Boden auflegen oder nutzt einen Stuhl, um den Schultergürtel etwas zu dehnen. Ihr merkt also, alles Dehnung, alles Mobilisation, was eine Entlastung im Schultergürtel auch mit herbeiführt. Wir beginnen langsam tief zu gehen und versuchen von Ausatmung zu Ausatmung immer den Brustkorb etwas tiefer zu ziehen. Wir gehen leicht hoch und gehen wieder etwas tiefer. Gehen leicht hoch und etwas tiefer. Die Hauptbewegung ist bei dieser Übung das Tiefgehen. Verstärkt dieses am besten mit der Ausatmung. Von Mal zu Mal gehen wir 1-2 mm tiefer. In der Summe ist das dann ein ganzes Stück, aber schaut bitte nebenbei auf die Ellenbogen, dass die Ellenbogen wirklich komplett gestreckt sind. Wir gehen tief. Noch zweimal. Ausatmen, tiefgehen. Letztes Mal ausatmen, tief gehen und wir kommen zurück nach oben. Wir gehen noch eine Etage tiefer und zwar stützen wir uns mit den Händen auf dem Boden auf. Was wir jetzt mobilisieren wollen, ist im Rumpf, also in der Lendenwirbelsäule gesehen, rechts und links. Da verspannt sich das auch gern mal. Wir stützen die Hände auf. Wenn das euch wehtut, könnt ihr auch gerne jederzeit auf die Fäuste zurückkehren. Das Becken bleibt fest und wir gehen langsam mit dem Oberkörper in den Händen nach links. Mit kleinen Schritten gehen wir nach links. Das Becken bleibt fest, dreht also nicht mit, ne? Das Becken bleibt fest. Gehen wieder zurück über die Mittelposition und wechseln zur zweiten Seite. Und wir wechseln wieder zur ersten Seite. Wenn ihr merkt, das tut gut, verstärkt einfach mal die Bewegung. Also geht weiter nach den Seiten. Und wieder der Wechsel zu der anderen Seite. Noch einmal zu jeder Seite. Und noch einmal zur zweiten Seite. Und wir kehren in die Mitte zurück und gehen zu unserer letzten Mobilisationsübung. Viele Sachen beginnen im Becken, deswegen wollen wir auch da noch etwas entlastend eingreifen. Wir gehen in Rückenlage, stellen die Beine an. Und zwar so, dass die Füße an der Außenkante der Matte stehen. Ihr versucht bitte, den unteren Rücken und das Becken stabil zu halten. Die Arme liegen seitlich. Und ihr beginnt ganz leicht, die Knie etwas nach links und nach rechts abzusenken. Wenn ihr merkt, es gibt einen Unterschied zwischen rechts und links, dann versucht, diese Seite zu verstärken, die euch schwerer fällt. Die eine Seite und die zweite Seite. Wenn ihr merkt, diese Übung geht sehr gut, dann versucht ihr einfach mit den Knien weiter zum Boden zu gehen. Lasst euch aber Zeit. Dies ist eine Mobilisationsübung.
Eine Mobilisationsübung lebt immer von vielen Wiederholungen, weil wir schon etwas Durchblutung in diese Zone lenken wollen. Wenn ihr damit gut zurechtkommt, beginnt ihr einfach beide Knie nach links abzusenken. Die rechte Hand legt ihr seitlich ab, schaut nach der rechten Hand, legt die linke Hand auf den rechten Oberarm, verweilt ein wenig in dieser Position, löst langsam auf und wechselt die Seite. Wir kehren wieder in die Mittelposition zurück und hoffen, dass wir euren Gartenbesuch etwas spaßvoller gestalten, vor allen Dingen die Angst hinterher einen Muskelschmerz zu haben. Baut diese Übungen mit ein, ihr werdet merken, ruckzuck ist der Schmerz wieder vorbei, denn ihr habt genau die richtigen Muskeln mobilisiert. Ja, und dann geht es wieder mit Spaß in den Garten hinein. Wir wünschen euch viel Spaß damit, bis bald.